Ja. Stark mich. Herzlich willkommen zu einer zweiten Runde PC Building Simulator mit Basti und Michi. Los geht's. Ihr habt es so gewollt, ihr wollt eine zweite Runde mit dem PC Building Simulator und mit uns, mit Team Hölle. Und wenn ich jetzt sage Team Hölle, dann meine ich den Basti. Den Basti, wir haben dich schon vorgestellt in dem Video, ne? Könnt ihr euch angucken. In der Infocard haben wir das Video verlinkt und es gibt auch, glaube ich, von dieser neuen Sendereihe, wie heißt die nochmal? Fuck Up. Fuck Up, die heißt tatsächlich Fuck Up. Da gibt es ein Special, auch mit dem Basti, da beantworten wir ganz viele Fragen. Aber jetzt zurück zum PC Building Simulator. Ich meine, ist natürlich auch eine super Gelegenheit, mal zu checken, ob der Basti es überhaupt drauf hat, ne? Also, deine Anweisung jetzt hier, bau mir die nächste Höllenmaschine. Was meinst du denn bitte mit drauf hat, Michi? Also, ich meine, ich habe letztes Jahr nicht mal den PC anbekommen. Hä, hey, warum geht denn das jetzt nicht, Fritz? Was fehlt denn noch? Es fehlt ein Kabel. Oh, fuck, ey. Nicht mal im Simulator kriegen wir einen PC hin. Papp. Also da hast der Fritz auf irgendeine komische Taste gekommen. Ist interessiert da jetzt auch keinen. Also hier, was ist das Höllenmaschinenmotto? Das Beste ist gerade genug. Gerade gut genug, genau. Und so baust du jetzt auch die Höllenmaschinen zusammen. Du musst natürlich gucken, was das Programm so hergibt. Da wird wahrscheinlich nicht alles drin sein, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Genau, los geht's. Ah, du hast dich schon ein bisschen vorbereitet, oder? Ja, selbstverständlich, Michi. Also ich meine, das wird doch von dem Grund vorausgesetzt. Was denkst du denn? Gehen wir erstmal zum Gehäuse. Wir brauchen natürlich etwas richtig, richtig Großes, um ordentlich Wasserkühlung reinzubringen und natürlich die besten Komponenten. Wo finde ich jetzt Gehäuse? Na, das fängt ja gut an. So, was hast du für ein Gehäuse ausgesucht? Als Gehäuse habe ich mir ein EVGA Gehäuse ausgesucht mit ERTX-Unterstützung und natürlich ordentlich Platz für viele Radiatoren. Glasplatte ist natürlich wichtig, ne? Wir wollen ja unsere hoffentlich RGB-beleuchtete Hardware dann auch schön ausstellen. Ja, selbstverständlich, wie wir alle wissen, je mehr RGB, desto mehr Frames erhaltet ihr. So sieht's aus, ja. Das müsste man mal wissenschaftlich untersuchen, wie viele LEDs sozusagen einen Frame beschleunigen. Ne? Also Michi, ich garantiere dir, pro LED, die du verbaust, bekommst du mindestens einen Frame mehr. Mindestens einen Frame mehr, okay. Alles klar. Dann lass uns mal viele LEDs verbauen. Das Gehäuse ist leider am Anfang zum Auseinandernehmen sehr aufwendig. Es besteht aus sehr, sehr vielen Teilen, die ihr ausbauen müsst. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, jeweils zwei Radiatoren zu verbauen. Ein 360er im Top und ein 360er im Frontpanel. Deswegen werde ich jetzt als erstes auch die vorinstallierten Lüfter deinstallieren. Mhm. So, als erstes kommen wir zur Auswahl des Mainboards. Leider muss man sagen, oder verständlicherweise, sind natürlich die aktuellen Ryzen 3000 Prozessoren noch nicht inkludiert. Das heißt, wir werden jetzt zuerst einmal auf den Intel 9980 XE zurückgreifen und dementsprechend auf ein X299 Mainboard. Achso, wie der Basti jetzt auf den Ryzen 3000 kommt. Wir haben ja eine Umfrage gemacht auf YouTube, kann die Regie vielleicht mal kurz einblenden. Haben über 18.000 Leute abgestimmt und tatsächlich ist es am Ende ein Ryzen 3000 vorne gelandet, ne? Der 3950X. Genau. Und zwar mit einem sehr deutlichen Abstand, muss man sagen. Ja, und wenn ihr den haben wollt, ja, dann bleibt uns eigentlich fast gar nichts übrig, als den zu verbauen, ne? Denn wie ihr ganz genau wisst, wir hören auf eure Wünsche. Wahnsinn, wie er das schon verinnerlicht hat hier, ne? Noch keine zwei Wochen an Bord und er weiß schon, wie es läuft, ey. Ja, auch bei der Platzierung der Schrauben für das Mainboard müssen wir leider immer noch jede einzeln anklicken. Ja, das verstehe ich nicht. Die Abstandshalter sind doch normalerweise schon vorinstalliert. Ja, was ich an dem Punkt auch gerne noch einfügen würde, wenn ihr wirklich selber einen PC baut, baut Teile wie den Arbeitsspeicher, den Prozessor und auch den Kühlkörper bereits im Vornherein ein und das anschließend das Mainboard in das Gehäuse. Hat den Hintergrund, wenn ihr sehr viel Druck auf die Platine bei zum Beispiel Einbauen des Arbeitsspeichers ausübt, biegt sich die Platine durch, was nicht gut für die technischen Bauteile ist. So, Michi, das Mainboard Holy shit, hätten wir jetzt erstmal installiert. Kommen wir weiter zur CPU. Und gleich noch nützliche Tipps gegeben. Ja, Wahnsinn. Wer hat dich denn ausgebildet, ey? Tja, Michi, ich glaube, während 3 Wochen Einlernen zeigen schon erste Wirkung. Ja, das glaube ich auch. Wir suchen hier nach dem 9980 XE. Hä, wir wollten doch den Ryzen 3000 verbauen. Michi, ich habe doch gerade gesagt, dass der leider noch nicht verfügbar ist. Hast du überhaupt nicht zugehört? Der ist noch nicht mal für uns verfügbar. Das ist ja tatsächlich das Tragische. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, wenn wir mit der HMX2 starten, dann im Juli
tatsächlich auch erstmal den 3900X einbauen, ne? Bei den anderen kriegen wir noch gar nicht. Aber da gibt es dann halt noch ein Upgrade. Ganz wichtig zum Schluss natürlich, Wärmeleitpaste nicht vergessen. Das haben wir, glaube ich, im letzten Video schon ausführlich diskutiert. Ne? Da hat jeder seine eigene Geheimregel. Sollte halt dünn aufgetragen werden und quasi auf der ganzen Fläche. Wenn es zu dick aufgetragen ist, dann sinkt halt die Leitfähigkeit wieder. Ne? Kommen wir jetzt zur Wasserkühlung. Wir verbauen natürlich eine Custom-Wasserkühlung, selbstverständlich mit RGB, um mehr Frames zu erhalten. Die Auswahl ist hier tatsächlich relativ beschränkt. Wir haben nur ein Modell von IK Waterblocks aktuell verfügbar, welches RGB unterstützt. Aber EKWB ist ja eine solide Marke. Absolut, ich denke gerade im Wasserkühlbereich eigentlich die bekannteste Marke. Das Mainboard hat, wie wir vorher eventuell aus den Spezifikationen entnommen haben, eine maximale RAM-Taktunterstützung von 4200 MHz. Die wollen wir natürlich eine Möglichkeit vollständig ausreizen. Und auch hier gilt natürlich RGB. So, Michi, was hältst du von diesem Arbeitsspeicher hier? Ja, der schaut gut aus. Es sind leider nur 8 GB, aber wir können 8 Regeln verbauen. Das sollte dann 64 GB verbauen. Gut, dann hau sie rein. Ne? Machen wir Vollbestückung. Sieht eh besser aus, finde ich, Vollbestückung. Und da hat sich auch nichts geändert, du musst wieder jedes Modul. Es hat sich leider nichts geändert, du musst tatsächlich jeden einzelnen Speicherclip einzeln öffnen und einzeln wieder schließen. Und auch muss man jedes Mal wieder extra den Arbeitsspeicher im Inventar auswählen und kann nicht dauerhaft mit einem Bauteil weiterarbeiten. Mhm. Der Arbeitsspeicher ist eingebaut. Bevor wir jetzt weiter an die Grafikkarten gehen, ganz wichtig, erst die M2-Module einbauen, da diese unter diesem Laufwerkschacht hier verborgen sind. Und wir, sobald wir die Grafikkarten eingebaut haben, dorthin keinen Zugang mehr haben. So, was hättest du denn gern für eine M2? Auch von Corsair? Ja, nimm Corsair. Nehmen wir natürlich die größte, 69 GB. Setzen diese in den Schacht, müssen wieder eine Schraube schließen. Also die größte, die das Programm zur Verfügung stellt, ne, von Corsair. Weil es gibt natürlich schon 2 Terabyte. Und schließen anschließend wieder den Laufwerkschacht. Und was speziell dieses Mainboard unterstützt, hat oben neben dem Arbeitsspeicher noch ein spezielles Modul, wo wir noch 2 weitere M2 SSDs installieren können. Knall die noch voll, die Riser Card. Aber natürlich. Auch hier wäre es wieder schön, wenn das letzt ausgewählte Hardware-Teil im Speicher bleiben würde, sodass wir es nicht jedes Mal wieder extra das Inventar öffnen müssen. So, die 3 M2 SSDs sind installiert, aber wir brauchen natürlich noch viel, viel mehr Speicherplatz in einer Höhlenmaschine. Wie ich bereits im Vornherein festgestellt habe, können leider nur 4 weitere SSDs bzw. HDDs installiert werden, weil das Programm aktuell noch keine Kaskadierung von SATA-Kabeln unterstützt. Das heißt, wenn ihr ein Stromkabel an ein Netzteil anschließt, könnt ihr dort nur eine Festplatte anschließen und nicht mehrere, wie es in Wirklichkeit der Fall ist. Haben wir ja bei einer... Bei der Höhlenmaschine 8 haben wir da nicht geliefert in dem Bereich, da hatten wir relativ wenig Speicherplatz, aber bei der HMX haben wir dann wieder voll auf die Tube gedrückt. Ne? Mit insgesamt, glaube ich, 10 Terabyte oder so. Plus das NAS. Wir hatten ja noch ein fettes NAS dabei. Er hat ja eh die ganzen Videos gesehen. Aber selbstverständlich. Ja. Leider habe ich die Zahlen nicht auswendig gelernt, da musst du selber nochmal nachrecherchieren. Das waren... Ich glaube 4x12, 48. So, die 4 SSDs können wir hier schön auf der Rückseite konfigurieren, sodass die Kabelführung auf der Rückseite ist und wir keinen Kabelsalat an der Vorderseite halten, was natürlich sehr unschön ist, weil wir vorne die Wasserkühlung sehen wollen. Aus diesem Grund entfernen wir auch noch unten die Laufwerksschächte, weil wie bereits gesagt, können wir sowieso nicht mehr als 4 Festplatten ans Netzteil anschließen. Deswegen können wir diese auch getrost entfernen, um noch mehr Platz im Gehäuse zu erhalten. Was hast du eigentlich schon überlegt? Willst du 1 oder 2 Kreisläufe machen? Das ist leider auch einer meiner Kritikpunkte. Ich weiß nicht, ob es aktuell Gehäuse gibt in diesem PC-Building Simulator, welches 2 Ausgleichsbehälter unterstützt. Ich habe aktuell nur Gehäuse gefunden, wo man alleine nur einen Ausgleichsbehälter installieren kann, deshalb wir auch auf ein Single-Loop-System setzen müssen. Aber halt, zunächst müssen wir uns noch um die Grafikkarten kümmern. Natürlich auch hier wieder das Beste vom Besten. Bei den RTX-Grafikkarten gibt es leider nur eine einzige zur Auswahl, die Auros Extreme. Deshalb uns selbst, wenn ich diese entscheiden. So, Grafikkarte 1 installiert und Grafikkarte 2. Und wie auch schon im letzten Video, die SLI-Brücke, bzw. mittlerweile NVLink-Brücke, installiert sich ganz von alleine. Was steht da? Steht da immer noch EVGA drauf? Oder? Nein, es ist tatsächlich eine eigene Brücke von Aorus,
passend zu den Grafikkarten. So, Michi, ich hoffe, du bist mit der Hardware-Konfiguration soweit zufrieden. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus, ja, aber da sind so viele Löcher drin, da hinten. Ja, die werden selbstverständlich noch geschlossen. Wir müssen uns ja zunächst einmal um den Wasserkreislauf kümmern. Machen wir, ja. Fangen wir an mit dem Speicherbehälter. Auch hier setzen wir natürlich wieder auf RGB. Und wie man jetzt hier schon sieht, es gibt leider keine andere Möglichkeit, den Ausgleichsbehälter zu installieren, außer dort oben im Gehäuse. Mhm. Obwohl es garantiert in Wirklichkeit auch noch mehrere Platzierungsmöglichkeiten geben würde. Ja, und wenn nicht, dann schafft man sich halt welche. Ne? Richtig, also wie gerade... Wie der Tom das macht, dann nimmst du halt die Flex in die Hand. Ne? Vollkommen richtig. Also ich meine, es ist ja relativ einfach, tatsächlich Halterungen in ein Gehäuse hineinzubohren für jeden Case-Modder. Der macht das täglich. Ja. Kommen wir zu den Kühlblöcken. Auch hier setzen wir natürlich wieder auf RGB. Und da unsere gesamte Wasserkühlung von IK Waterblocks stammt, setzen wir auch hier auf die entsprechenden Radiatoren. Da sind die Lüfter schon vorinstalliert. Oder? Die Lüfter sind tatsächlich vorinstalliert. Mhm. Das ist ein weiterer Kritikpunkt, den ich hier an den Herstellern äußern muss. Es ist aktuell, zumindest meines Wissens nach, leider nicht möglich, ein Push-and-Pull-System zu konfigurieren. Push-and-Pull heißt, dass ihr auf beiden Seiten der Radiatoren Lüfter installiert, was natürlich zu einem deutlich höheren Luftdruck führt und dementsprechend auch zu einer besseren Kühlleistung. Im Allgemeinen kursieren sehr, sehr viele Gerüchte über Vor- und Nachteile einer Push- bzw. einer Pull-Konfiguration. Ist aber auch natürlich sehr abhängig davon, welches Gehäuse ihr wirklich wählt. Weiter bei der Wasserkühlung zu den Rohren. Wir setzen selbstverständlich auf Big Barrel-Rohre und nicht auf Soft-Tubes. Das Ganze natürlich transparent, damit wir auch selber später noch entscheiden können, welche Farbe die Kühlflüssigkeit haben soll. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, so einfach geht es. Tatsächlich geht das so einfach. Ich dachte, du biegst dir jetzt die Rohre zurecht und so. Das Verlegen von den Tubes an sich ist sehr einfach. Man muss wirklich nur einen Ausgangs- und einen Eingangspunkt auswählen, diese verbinden und das Rohr wird automatisch gelegt. Wir haben jetzt nachträglich noch die Möglichkeit, diesen Tube zu biegen. Und hilfreich ist, es ist extrem hilfreich, dass wir hier angezeigt bekommen, wann wir uns im rechten Winkel befinden. Mhm. Nämlich genau dann, wenn diese Linien gelb werden. Mhm. So, das erste Rohr ist verlegt. Machen wir weiter. Das erste Rohr ist verlegt, verstehe. Ich muss ein bisschen Niveau reinbringen ins Gespräch, verstehst du? Du bist so schon sehr fokussiert auf das, sagen wir mal, Edukative. Edukative? Ist aber schön ausgedrückt, Michi. Aber jetzt, wo ich so den Basti in Aktion sehe, also ich hätte ihn eingestellt, wenn er sich bei mir beworben hätte. Hm? Michi, das hast du tatsächlich schon. Bereits vor ein paar Wochen. Das habe ich ja schon. Also wir haben jetzt zwei 2080 Ti, die hatten wir letztes Jahr ja auch schon. Also da sehe ich jetzt keinen Performance-Sprung. In der letzten Höhlenmaschine ja, im letzten PC-Building-Simulator hattest du, soweit ich weiß, nur 2080 Ti verbaut. Hast du gelernt, oder? Habe ich gelernt. Hast du auswendig gelernt? Also Ähnlichkeiten mit einer möglicherweise demnächst entstehenden HMX 2 sind rein zufällig, ne? Also es wird nicht so ausschauen. Basti muss halt mit dem arbeiten, was das Programm gerade hergibt. So, was kann man denn noch sagen zum Rohr verlegen? Ich versuche mich hier an ein möglichst cleanen Bild zu halten, sodass wir möglichst viele Teile der Hardware sehen. Und versuche die Rohre auf in etwa der gleichen Höhe zu verlegen. Das sieht man sehr schön hier oben beim CPU-Kühler. Er geht möglichst nah am Radiator, um keine Bauteile zu verdecken. Mhm. Und dann hinter dem CPU-Kühler wieder auf der gleichen Höhe hinaus. Und das gleiche ist bei den Grafikkartenkühlern. Wenn man jetzt hier sieht, die Rohre sind quasi auf der gleichen Höhe. So, Michi, was hättest du denn gern für eine Farbe für die Kühlflüssigkeit? RGB-Farbe. RGB-Farbe, das wird leider schwierig. Nimm das klassische Höhlenmaschinenrot. Rot, okay. Mhm. Tatsächlich müssen wir zuerst natürlich noch den Strom der Pumpe verbinden. In dem Zusammenhang bauen wir jetzt noch schnell das Netzteil ein und verbinden dann alle Kabel dementsprechend. Als Netzteil kommt natürlich auch nur das Beste vom Besten zum Einsatz. 1600 Watt, ne? Hatten wir in der HMX Pro, glaube ich, letztes Jahr drin. Kommen wir zu dem Lieblingsthema, Michi, Kabelmanagement. Ja, hat sich da was verbessert? Da bin ich jetzt mal gespannt. Die Kabel werden nach wie vor automatisch gelegt, was man aber hier schönerweise machen kann. Man kann unterschiedliche Kabel-Sleeves auswählen. Also wenn du hier jetzt zum Beispiel rote Sleeves haben willst, hast du die Wahl nach ganz roten, schwarz-rot oder andere Farbkombinationen. Ja, schwarz-rot ist gut. Dann muss ich wieder die schwarzen Kabel entfernen. Ja, wäre halt schön, wenn man die Kabel dann, wenn sie verlegt sind, auch noch irgendwie so zurechtlegen könnte, weißt du? Wie man hier tatsächlich sieht, ist die Verkabelung hier nicht allzu gelungen.
Also das hat jetzt nichts mit deiner Arbeit zu tun. Ich bin selbstverständlich, Michi. Wir waren vor einer halben Stunde waren wir in der Kantine und ich habe wieder richtig ordentlich zugelangt, ne? Ja, ganz genau, Michi. weißt du eigentlich schon, bei Steam gibt es ganz neu den Cooking Simulator, den könnten wir doch auch mal austesten. Du weißt schon, dass wir hier bei der PC-Welt sind. Ja, und? Aber schreibt doch mal in die Kommentare, sollen wir als nächstes den Cooking Simulator testen? Bei, sagen wir mal, mehr als 1000 positiven Kommentaren machen wir das. Also geht so, würde ich sagen, jetzt, ne? Die hängen da so ein bisschen... Sieht leider nicht allzu schön aus. Das ist in Wirklichkeit, runter, werden wir jetzt bei der Höhlenmaschine natürlich deutlich schöner verlegen, damit ihr keinen Kabelsalat vorne im Gehäuse drin habt. Ja. Was ich tatsächlich sehr schön finde, wie man hier wirklich nachverfolgen kann, wie die Flüssigkeit durch den Kreislauf läuft und sich langsam vollfüllt. Ja, das finde ich auch bei den Building. Ist tatsächlich immer eine der schönsten Parts einer Wasserkühlung. Bei den Höhlenmaschinen-Bild-Videos ist das immer der geilste Teil, wenn dann die Flüssigkeit reinspritzt, ne? In die Rohre. Herrlich. So, dann haben wir es jetzt auch gleich, ne? Deckenplatte. Das Gehäuse besteht tatsächlich aus sehr, sehr vielen Einzelteilen. Ja, das ist schön modular aufgebaut. Auch vergessen kann. Ja. So, der PC ist soweit fertig. Die Verkabelung ist durchgeführt. Der USB-Stick ist angesteckt. Dann booten wir das Ganze doch mal hoch. Über Programme hinzufügen können wir jetzt zum Beispiel 3D-Mark installieren. Das geht aber schnell. Das geht tatsächlich wahnsinnig schnell, nicht so wie in Wirklichkeit. Und wir können auch einen GPU-Tuner installieren, über den wir die Grafikkarte übertakten können, was wir dann anschließend mit 3D-Mark überprüfen können, ob das System noch stabil läuft. Lass erstmal den 3D-Mark einfach so laufen. Wir haben auch der Producer jammert schon, wir sind schon bei 40 Minuten Videotime. Ganz genau, er wird, glaube ich, eine Menge Arbeit bekommen, nur durch uns. Also lass den mal kurz durchlaufen. 18.900, ja, das könnte hinkommen. Sehr gut. Also ich würde sagen, Basti hat die erste Aufgabe bestanden als Hardware-Volunteur und Nachwuchsmann für Team Hölle, Fritzersatz. Sehr gut. Und wie ihr jetzt auch sehen könnt, mittlerweile kann man mit dem PC Building Simulator wirklich richtig, richtig coole Systeme bauen, die auch schon sehr nah in die Höhlenmaschine hinkommen. Ja. Weißt du, was du noch kurz zeigen kannst? RGB-Beleuchtung, ne? Selbstverständlich, Michael, das ist natürlich das Wichtigste. Kann man nämlich jetzt auch per virtueller Software, ne? Wir können hier über die Beleuchtung wirklich jedes einzelne Bauteil auswählen, das über RGB verfügt, einzelne Farben zuweisen. Ja. Können natürlich alternativ auch alle Lichter synchronisieren lassen. Nochmal synchronisieren und dann machst du mal Regenbogen. Bitte, Regenbogen. Machen wir einen Regenbogen. Geschwindigkeit würde ich jetzt tatsächlich vielleicht nicht ganz so hoch setzen. Wir wollen schließlich keinen Augenkrebs bekommen. Ja doch, wir wollen Augenkrebs. Okay, Michi, du willst einen Augenkrebs haben, dann machen wir das doch. Und dann blinkt dein ganzes Gehäuse in Regenbogenfarben. Ja. Geil. Aber da sieht man jetzt gar nicht so richtig die Farben. Machen wir ein bisschen langsamer, man sieht da gar nicht die Farben. So. Du wolltest so schnell haben, Michi. Ja, jetzt mach's mal ein bisschen langsamer, bitte. So, jetzt kannst du das Ganze in Slow Motion genießen. So gehört sich das. Ja. Super, also toll, dass das alles funktioniert. Okay, Video ist schon viel zu lang. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einfach alles, was euch im Kopf rumschwebt, in die Kommentare. Aber immer schön freundlich bleiben, ne? Nicht beleidigen. Hier am Start war Team Friese.